Hallo und herzlich willkommen bei elektrischunterwegs.com, eurem kleinen Blog zum Thema Elektromobilität. Heute habe ich mal die Möglichkeit, mir den neuen Niro EV anzugucken und nach dem Intro zeige ich euch mehr. Kia hat den Niro komplett faceliftet. Technologisch geändert haben sie nicht wirklich viel, aber die Optik haben sie einmal komplett auf links gedreht. Komplett neue Karosserie, komplett neues Design. Interessant, weil es halt wirklich ganz anders ist. Auffällig neben den Scheinwerfern vorne hier diese geschwungenen hinteren Leuchten. Das ist der Lader, weißt du, wo du was anderes anschließen kannst. Dieses Blech hier gibt es auch noch in Akzentfarben, dann ist es grau oder schwarz, glaube ich, bei den weißen. Vorne ist auch alles komplett überarbeitet worden. Neue Scheinwerfer, neue Position der Ladeklappe. Auto ist zu. Nehmen wir das Auto mal auf. Ganz normales Typ 2 CCS. Ladeleistungen haben sie im Peak nicht erhöht, aber wenn ich das richtig verstanden habe, haben sie die Ladekurve entspannter gemacht. Dann werfen wir jetzt einen Blick in den Innenraum, der auch komplett überarbeitet worden ist. Das Cockpit ist komplett neu gemacht worden, die Sitze sind komplett neu. Ich sitze jetzt im Kia Niro EV. Der komplette Innenraum ist, wie ich vorhin schon erwähnt habe, komplett überarbeitet worden. Es gibt zwei große Displays. Eins ist das Hauptdisplay hier, dort. Eins ist ein großes Touchpad, mit dem man entsprechend die meisten Funktionen oder eigentlich alle Funktionen des Entertainment-Systems bedienen kann. Hier unten sind noch so Touch-Button, wo man schnell die Hauptfunktionen des Fahrzeugs auf dem Entertainment-Bildschirm zugreifen kann. Zusätzlich gibt es hier noch einen weiteren Knopf. Mit diesem kann man zwischen den Einstellungen fürs Entertainment-System und der Klimaanlage wechseln. Dann kann man jetzt anstatt laut und leise hier die Temperatur verstellen. Das ist jetzt gesynkt. Kann man auch ausschalten, indem man hier auf das Sync geht und es abschaltet. Hier kann man sagen Driver Only, dann wird nur die Fahrerseite gewärmt oder gekühlt, spart entsprechend Energie. Dann sind hier auf dem Lenkrad verschiedene Knöpfe. Das ist jetzt einmal zum Telefonieren, das ist um das Hauptmenü im Navi aufzurufen. Kannst du belegen oder nicht? Hier kann man zwischen verschiedenen Modi umschalten. Hier ist die Sprachsteuerung. Auf der anderen Seite ist die Steuerung der Assistenzsysteme. Der Wagen hat einen Lenkassistenten, einen Abstandstempomaten, einen normalen Tempomaten. Hier kann man den Abstand einstellen. Kann man rauf und runter. Hier kann man zwischen den einzelnen Einstellungen im Hauptdisplay verstellen.
Der Wagen hat eine verstellbare Rekuperation. Einmal hier links plus, einmal hier rechts minus. Kann man in verschiedenen Stärken einstellen. Hier unten sind jetzt noch der Startknopf, wo jetzt nicht Engine Start Stop drauf steht, sondern wirklich EV, was ich schon sehr sympathisch finde. Der Wagen hat Sitzheizung, eine Lenkradheizung, ein Auto geholt. Die Parkpiepser vorne kann man abschalten. Eine automatische Parkbremse. Dann sind jetzt hier noch offene Getränkehalter. Hier ist dann dahinter die Armlehne angenehm positioniert. Noch mit einem großen, mit einer großen Ablage darunter. Dann schauen wir jetzt einmal uns nochmal vorne und hinten um. Der Wagen hat einen Frunk und automatische Haubenheber. Der Frunk ist nicht wirklich groß, reicht aber, um das Ladekabel zu verstauen und wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr Kabellage, wenn man jetzt irgendwie das Ladekabel für die Schokodose oder so mitnimmt, nimmt es keinen Platz im Kofferraum weg. Hier ist jetzt noch eine Dichtung dran, damit es auch nicht reinläuft. Finde ich clever gemacht. Gab es im Vorgängermodell nur als Bastellösung, hat Kia aufgenommen und selber umgesetzt. Finde ich echt cool. Kofferraum ist für ein Fahrzeug von der Größe auch völlig in Ordnung. Umklappbare Sitze, 2/3, 1/3. Hier ist noch ein zusätzlicher Stauraum, wo jetzt noch die Kabel drin sind. Man kann diese Abdeckung hier auch rausnehmen und kann die auf der unteren Ebene verbauen. Dann hat man oben drüber noch ein bisschen mehr Platz. Aber ich sag jetzt mal, im Alltag wird das reichen. Hier ist noch so eine kleine Abdeckung drauf. Insgesamt finde ich den Wagen extrem gelungen. Größe ist, wie gesagt, unverändert. Die Optik ist komplett umgedreht. Finde ich persönlich extrem gelungen, auch wenn ich am Anfang wirklich einen Moment gebraucht habe und mir so überlegt habe, ist das jetzt wirklich sinnvoll oder sind sie da vielleicht zu weit gegangen? Aber am Ende gefällt mir das extrem gut. Sehr gelungen, der Wagen. Reichweite mehr als ausreichend. Im Alltag sicherlich 380, 400 Kilometer. Ladeleistung ist nicht so brillant. Ja, aber dafür haben sie die Ladekurve deutlich stabiler gemacht, wo das Vorgängermodell zwar auch nur mit 74 Kilowatt Peak geladen hat, ist er aber dann auch relativ schnell auf 60, 50 kW runtergegangen und das hat er jetzt halt nicht. Der zieht, glaube ich, bis über 70% mit fast 80 kW durch, was auch völlig okay ist. Ansonsten gelungenes Fahrzeug. Preis ist ein bisschen, ja, interessant, liegt in der normalen Version, die man in Deutschland so kaufen kann, irgendwo bei 45.000 Euro, aber dann ist auch wirklich alles drin. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, lasst ein Like da, vielleicht einen Kommentar. Ansonsten, ich werde jetzt in der nächsten Woche noch ein paar interessante neue Fahrzeuge mir anschauen. Von daher, lasst vielleicht ein Abo da. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.